Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den L'Oreal Mini-Adventskalender. Ja, ist er nicht knuffig? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Optisch ist er knuffig, ne? Winzig klein und fein. 12 Kläppchen hat er oder 12 Boxen. Aber der Preis ist gar nicht so knuffig. 44,99 bei Rossmann. Das ist schon derbe. Also da kann man sich definitiv preistechnisch, ne, ohne jetzt erstmal zu wissen, was drin ist, schon den einen oder anderen Full-Size 24 Türchen Adventskalender holen. Aber vielleicht ist das ja auch ein Adventskalender, den man dann so nehmen kann für nach Weihnachten, wenn man einfach irgendwie noch weiter dieses Feeling haben möchte. Wir schauen mal, ne? Dafür bin ich ja da. Ich teste das ja gerne mit euch zusammen. Ich habe schon bei dem großen Adventskalender bemerkt, der ist halt nicht so super verarbeitet. Dementsprechend werde ich den gleich hinlegen und dieses Überziehergedönsen halt hinstellen. Wir haben hier unsere 12 Boxen und dann schauen wir mal hinein. Also relativ groß fängt das schon mal an hier mit der Nummer 1. Ich glaube, dass hier auch die Pariser Wahrzeichen auch auf diesem Adventskalender wieder zu finden sind. Wir starten mit einem Lippenprodukt und das ist ein Lipgloss. Das mag ich super gerne von der Art und Weise her tatsächlich. In der Farbe Eyesore. Das ist einmal dieses hier. Ich weiß nicht, wie die Teile heißen. Ich weiß nur, dass ich sowas total klasse finde. Wenn ich halt einfach, eben habe ich zum Beispiel ein paar Unboxings gedreht, bevor ich hier halt dieses Video gedreht habe, ne? Und da hatte ich natürlich keine roten Lippen. Da habe ich mir sowas, und das habe ich von Dior so in der Art, drauf gemacht. Und das sah unheimlich gut aus, weil das so einen milchigen Gedönsen hat. Und deswegen mag ich sowas sehr gerne leiden. Die Nummer 2. Es ist eine Mascara. Das finde ich schön. Und zwar die Voluminous mit Ceramid Air Volumen mal 4 Waterproof Mascara. Extra dichte Wimpern ohne zu verkleben. Das ist so eine Oldschool-Geschichte. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Schaut euch die mal an. Also ich hatte die, glaube ich, mal in einem L'Oreal PR-Paket drin enthalten. Aber ich habe sie noch nicht so aktiv im Laden stehen sehen. Waterproof wird weiter wandern, weil ich keine Waterproof-Mascara verwende. Aber an und für sich ist es eine schöne Geschichte. Ich kann euch ja mal das Bürstchen einblenden, weil ich sie ja nicht aufmachen werde. Ja, ne? Schön. Lippenprodukt, Mascara. Mal gucken, wie es weitergeht. Denn selbstverständlich ist auch die Nummer 3 mit dabei. Oh, das ist schön eingepackt. Das wird irgendwie so ein gepresstes Puderprodukt sein. Hier haben wir Le Blush in der Farbe 90 Luminous Rose drin enthalten. Das ist so ein Schimmerblush. Und was ich positiv finde, zum einen, dass es ein Blush ist in der Full Size, den wir hier drin haben, und zum anderen, dass es eine andere Farbe ist als der, den wir in dem weißen L'Oreal Adventskalender haben. Ne? Das ist schon mal so ein Gedankengedönsen, worauf wir uns dann fazittechnisch schon mal einstellen können. Hier haben wir jetzt die Nummer 4 und da haben wir irgendeinen Stift drin. Okay, ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr in Rot oder so, ganz crazy. Infallible 24 Stunden Matte Liquid Liner. Ja, das ist ein Dip Eyeliner. Komme ich persönlich nicht mit klar. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, zu welchem Team ihr gehört. Gar kein Eyeliner, Dip Eyeliner, Filz Eyeliner, Kajal. Ich bin definitiv ein Filz- oder Pinsel-Eyeliner-gedönsten Mensch. Ja, das ist eher so meins. Sehr, sehr leicht ist jetzt hier die Nummer 5. Ein Lip Liner haben wir hier am Start. Color Rich Le Lip Liner in der Farbe 374 Intense Plum. Das ist eine schöne, dunkle Farbe, die man auch mit vielen verschiedenen Lippenprodukten kombinieren kann. Jetzt noch nicht mit dem Lippenprodukt, was hier drin enthalten ist, weil das passt nicht ganz so gut zusammen. Kann man sich aber bestimmt auch komplett über die Lippe geben und dann mit dem Produkt aus der 1 toppen. Schade Schokolade ist zum einen, dass mein Finger sich... Oh, habt ihr das gesehen? Ich muss den Finger demnächst etwas abknicken. Das sieht nicht schön aus. Ich muss nachher ein Handpeeling machen. Ja, zum einen, das ist halt nicht so unbedingt zum Lippipass, finde ich nicht so gut. Und zum anderen finde ich gerade nicht so gut, dass wir den halt im Weißen auch schon drin haben. Also das ist dann schade, wenn sich das doppelt. Ne? Ich hätte gehofft, dass es nicht vorkommt. Ja, eigentlich ist die Nummer 6 jetzt nicht Nikolaus. Ne? Hier haben wir einen Lippi drin enthalten. Und zwar ein Color Rich Ultra Matte No Hesitation. Den mache ich jetzt nicht auf, weil ich keine Ultra Matte oder matten Lippenprodukte verwende oder mag. Ja, schön. Passt farblich, aber auch zu dem
Lip Liner, muss ich sagen. Also das passt jetzt tatsächlich. Ja, das ist gut. Auf der Nummer 7 ist der Eiffelturm, aber es fühlt sich an, als wäre nichts drin. Bitte lass irgendwas drin sein. Ah, okay, hier haben wir so eine Superhelden-Augenmaske drin. Und zwar eine kühlende Serummaske-Auge. Und ja, das ist halt so superheldenmäßig. Das sind halt keine Patches, sondern halt, es geht so komplett um die Augen herum. Ne? Das ist mit Hyaluronsäure und Koffein und das ist auch schön für die Augenpartie, weil es Feuchtigkeit gibt und Faltenmilderung macht und belebt und so. Das finde ich gut. Das mag ich gerne leiden. Ist aber auch wieder eine Doppelung. Das ist blöd. Wobei man das, kann es ja öfters verwenden. Also, ne, das ist ja Pelle, wenn du es zweimal irgendwo hast, aber trotzdem unkreativ. Gerade weil wir nur das Vergnügen mit 12 Boxen haben, darf die Nummer 8 jetzt ganz intensiv machen, dass es kracht. Aber ich glaube, sie macht's nicht. Ultra Precision by Superliner. Das ist unser zweiter Eyeliner, den wir jetzt hier drin haben. Bei 12 Boxen, Leute! Warum? Ja, den hatte ich auch schon mal. Der war mir zu trocken und zu wabbelig. Also der hat so eine Schwämmchen-Applikatorspitze. War mir zu wabbelig, habe ich aussortiert. Ey, komm, wir haben doch jetzt schon, also das ist doch blöd so. Hoffentlich können wir uns etwas mehr über die Nummer 9 freuen. Da ist der Arc de Triomphe, glaube ich, vorne drauf abgebildet. Ja, ich war schon das eine oder andere Mal in Paris. Ein Monolidschatten, das ist doch schon mal ganz schön. 07 on top matt. Ich persönlich verwende ja keine Monos. Ich sammle die und gebe euch die dann ja weiter im Monolidschatten-Adventskalender, ne? Vielleicht werden es dieses Jahr sogar zwei, weil alto Belli habe ich in diesem Jahr viele Monolidschatten überall irgendwo drin gehabt. Ich sag's euch. Ja, das ist halt eher so ein Anthrazit-Tönchen. Kann man schön sich ein Smoky Eye draus basteln, ne? Ja. Mit der Nummer 10 werden wir nun in den Endspurt gehen. Eine Mascara und die ist gut. Das ist die Air Volume Mega Mascara. Ei, das finde ich klasse. Die ist wirklich, 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 wirklich gut. Die ist gut. Die müsste ich sogar noch da und offen haben, deswegen mache ich die jetzt nicht extra auf. Die wird dann wahrscheinlich weiter wandern, aber das ist eine richtig gute Kunstfaserbürstchen-Mascara. Und ich glaube, Bürstchen blende ich euch mal ein, ne, dass die auch eine erdnussförmige Borsten-Gedönsen-Geschichte hat. Mag ich gerne. Die macht schöne Wimpern bei mir. Das ist gut. Zweite Mascara. Ist in Ordnung, weil Mascara sind teuer. Mascara ist teuer. Ein sehr schweres 11. Büchschen ist hier drin und die einzige Schnapszahl. Oh ja, ein Haarprodukt, sehr schön. Und zwar haben wir hier ein Shampoo. Super Aufbaushampoo, L'Oreal Elvital Dream Length, 100% recyceltes Plastik, pflanzliche Proteine, Vitamine, Rizinusöl, langes geschädigtes Haar, 90 ml. Ich habe langes geschädigtes Haar. Ich kann dieses Produkt gut gebrauchen. Leute mit kurzen Haaren fänden das wahrscheinlich blöd. Ich freue mich drüber. Und L'Oreal hat ja auch Pflege. Wir hatten ja eben auch schon die Augenmaske mit am Start. Aber auch das ist ein Produkt, was sich jetzt doppelt, wenn man beide hat, ne? Aber wir gucken uns jetzt mal das letzte Kläppchen an. Fazit folgt. Die Nummer 12. Ja, natürlich. Hier haben wir ein Lippi drin, ne? In der Farbe 453 Rose Creme Color Rouge. Jo, das ist halt so ein klassisches Tönchen. Ich mache den jetzt auch mal nicht auf, weil der wahrscheinlich weiter wandern wird. Ich habe eben bei dem anderen schon ein paar geöffnet, deswegen. Ja, schönes Tönchen, heller Move-Ton. So ein bisschen My Lips But Better mit einem leicht kühleren Einstich. Finde ich jetzt für die 12 nicht so bombastisch. In der 12 hätte ich jetzt eher eine Mascara oder so erwartet. Ne? Das wäre halt so cooler gewesen. Aber jetzt geht erstmal das Fazit los. Ich hatte eine Hoffnung. Und meine Hoffnung war, dass man sich im Prinzip beide Adventskalender kaufen kann und dementsprechend dann auch wirklich 36 unterschiedliche Produkte daran findet. Also, dass man quasi erst den weißen Adventskalender öffnet und danach halt den schwarzen. Oder dass man erst den schwarzen öffnet, so als kleiner Countdown oder so. Und dann halt den weißen. Ja, aber das macht keinen Sinn, wenn da Produkte doppelt drin sind. Das muss man wirklich sagen. Also der Lip Liner ist doppelt drin, der Blush gut in einer anderen Farbe. Hier sind auch schon wieder zwei Eyeliner drin, was mich bei dem anderen halt auch schon so hart getriggert hat. Die Augenmaske ist doppelt, also schade Schokolade, ne? Also das finde ich wirklich ein bisschen ärgerlich. Ja, ist er 45 Euro wert? Sicherlich. Also sicherlich ist der Inhalt 45 Euro wert. Klar.
Würde ich den empfehlen? Nö. Also da holt euch dann lieber für 70 Tacken den großen Adventskalender. Da hat man deutlich mehr Spaß mit, ne? Deutlich mehr Freude. Hat auch ein bisschen mehr Abwechslung mit dabei. Und irgendwie ist der andere schon cooler. Klar, man konnte den Inhalt sehen auf der Homepage, ne? Ist klar. Aber ich möchte den ja trotzdem so bewerten, wie ich ihn bewerte. Und das nehme ich mir einfach auch raus. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt, wie ihr den Adventskalender so fandet oder den Mini-Kalender fandet. Ja, und dann war es das auch schon, ne? Kurz und schmerzlos. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!